So, meine Lieben, heute ist der Tag der Tage und ich darf den Cupra Formentor endlich abgeben. Vorzeitig, weil ich mich mit Cupra geeinigt habe. Wir haben einen Deal gemacht, dass ich nur die Laufleistung, also die Nutzungsgebühr bezahle und wir den Kaufvertrag rückabwickeln. Wie das Ganze vonstatten geht, das zeige ich dir heute in diesem Video und ich bin nicht allein. Ich habe noch jemanden mitgebracht, den möchte ich dir einmal ganz kurz vorstellen. Ja, das ist mein Kollege Mickey und Mickey ist seines Zeichens Autohändler. Richtig? Richtig. Seit vielen Jahren, wie man sieht. Der ist noch älter als ich. Und Mickey, wenn einer Ahnung von Autos hat, dann er. Und er hat sich bereit erklärt, mich heute zu begleiten und die Übergabe bei Cupra einmal zu machen, damit ich zum einen einen Zeugen habe, zum zweiten jemand dabei hat, der von Autos auch echte Ahnung hat. Tja, ich habe Mickeys Ratschläge natürlich beherzigt und habe den Wagen schön sauber machen lassen, sowohl außen. Gut, da ist er jetzt schon wieder ein bisschen dreckiger geworden, weil ich ja irgendwie auch hierher fahren musste. Aber ansonsten ist es alles okay. Nur, sage ich mal in Anführungsstrichen, zwei kleinere Schäden. Das ist einmal, hier bin ich am Bordstein hängen geblieben. Ja, und hier habe ich auch noch einen Lackschaden. Hier an diesem Schweller habe ich auch einen Kostenvoranschlag über 200 bis 300 Euro, hat man mir gesagt, könnte das ungefähr kosten. Auch da werden wir mal sehen, also wenn sie mir das abziehen, dann wären es in Summe so eigentlich 500 Euro. Ich bin mal gespannt, wie es dann nachher wirklich ist, wie das Ergebnis wirklich ist. Und ansonsten steht er da wie, ja, sozusagen fast neu. So sauber war der schon lange nicht mehr. Ja, alles gereinigt, alles schön gemacht, alles sauber gemacht. So, dann lass uns doch da mal hinfahren und gucken, wie die Wahrheit aussieht. Bis gleich. Ich bin auch mal gespannt. So, dann machen wir uns mal auf den Weg zum Autohändler. Und zwar ist das Moll Automobile in Bergheim. Die letzte Fahrt. 38 Minuten, wenn der Verkehr gut ist. Und dann sind wir geschiedene Leute. So, der Wagen ist weg. Ich habe ihn abgegeben. Ich bin ihn los und es fühlt sich wirklich gut an. Und wie das Ganze ablief, das erzähle ich dir gleich. Ich mache mich einmal schnell auf den Nachhauseweg, hole mein Mikrofon, dann ist der Ton auch besser. Bis gleich. So, ich bin wieder zu Hause. Der Wagen ist abgegeben. Es ging alles gut. Da sage ich gleich noch ein bisschen was drüber. Ich habe gedacht, ich mache das nächste Video von hier, damit ich einen ordentlichen Ton liefern kann. Ich hatte mein Mikro vergessen. Sorry dafür. Und ja, es hat jetzt 2,5 Jahre gedauert, bis ich den Wagen wandeln konnte. Warum? Ich habe natürlich selber auch viel zu lange gewartet, bis ich da mal richtig Druck gemacht habe, weil ich von Werkstatttermin zu Werkstatttermin immer wieder vertröstet worden bin und habe dann dem ganzen Glauben geschenkt. Dann war das ein bisschen problematisch, weil wir immer zwischen Spanien und Deutschland gependelt sind, hatten uns zwischendurch einen Mietwagen genommen, weil wir mit dem Auto nicht mehr fahren wollten, bis dann eben Cupra die Bremse auch ausgetauscht hatte. Wie dem auch sei, es hat viel zu lange gedauert. Nochmal würde ich nicht so lange dauern. Das ist der erste Tipp, den ich dir geben kann. Wenn dein Fahrzeug in der Garantie einen Fehler hat, dann besteh da drauf. Also das war tatsächlich einer meiner größten Fehler. Ich hätte da direkt zu Beginn gleich sagen sollen, hier, wenn das bis da und da dann nicht erledigt ist, dann gebe ich den Wagen zurück. Das habe ich nicht getan. Das war eigentlich ein wirklicher Fehler. Deswegen, wenn du sowas hast bei einem neuen Fahrzeug, ab zur Werkstatt, Fristen setzen und wenn es dann nicht behoben ist, dann bring die Karre zurück, stell sie auf den Hof, Anwalt einschalten, was auch immer. Okay, aber die Rückgabe an sich, ich möchte jetzt nicht nochmal darauf eingehen, was alles am Auto nicht funktioniert hat, das könnt ihr euch in den anderen Videos angucken. Die Rückgabe in jedem Fall war sehr professionell. Ich hatte jemanden direkt vor Ort beim Händler von Cupra und der hat sich den Wagen angeschaut. Es war also wirklich eine sehr angenehme Atmosphäre. Das hätte ich so nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch gedacht, vielleicht stellt man mir die Schäden noch in Rechnung. Das haben sie nicht getan. Sie haben darauf verzichtet und haben auch gesehen, okay, der Wagen ist ansonsten in sehr gutem Zustand, sehr gepflegt, bis auf die zwei Dinge, die der hatte. Und ja, man hat mir die Dinge eben dann auf Kulanz nicht berechnet. Das fand ich sehr fair, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir haben fast 50% des Geldes zurückbekommen. Es waren ungefähr in Summe, die ich bezahlt habe, für 2,5 Jahre 13.000 Euro. Und knapp 6.000 haben wir zurückbekommen.
Und ich habe sogar die Reisekosten zurückbekommen, weil ich extra hingefahren bin, musste dann zurückfliegen, habe noch eine Nacht Hotel gebraucht, das waren ungefähr 400 Euro, hat Cupra auch übernommen. Auch da muss ich sagen, am Ende war das tatsächlich noch eine sehr positive Erfahrung. Zumindest das hat dann geklappt. So, jetzt die spannende Frage: Würde ich mir nochmal einen Cupra holen? Bleibe ich bei meiner Meinung oder habe ich das vielleicht jetzt zwischenzeitlich geändert, weil die Rückgabe entspannt ablief, weil ich mein Geld zum Teil ja wiederbekommen habe? Meine Entscheidung bleibt bei Nein. Ich würde mir keinen Cupra mehr holen, auch keinen Seat und vermutlich auch kein VAG-Fahrzeug, weil es einfach eine Company ist unterm Strich und weil es mir viel zu lange gedauert hat. Also, ich war so oft in der Werkstatt und so weiter. Ich habe einfach schlechte Erfahrungen gemacht. Viele in den Kommentaren, in den anderen Videos haben das Gleiche beschrieben, dass sie auch schlechte Erfahrungen gemacht haben. Aber man muss auch, und das gehört auch zur Wahrheit dazu, sagen, dass es auch viele sehr zufriedene Cupra-Fahrer gibt oder zufriedene Seat-Fahrer, VAG-Fahrer, was auch immer. Und ich glaube, das hängt so ein bisschen davon ab, welche Erfahrungen man da gemacht hat, ob man da vielleicht auch einen guten Händler hinter hatte, der einem dann auch geholfen hat. Wir hatten vier Händler, also es war nicht nur ein Händler, wir hatten vier Händler, der das ganze Thema bearbeitet hat und immer wieder die Ergebnisse zu Cupra direkt geschickt hat. Und aus unserer Sicht hat Cupra da einfach nicht gehandelt. Und deswegen sind wir an der Stelle raus. Nochmal. Kann sein, du hast da bessere Erfahrungen gemacht. Dann wünsche ich dir viel Erfolg. Ich hoffe, dass ihr alle glücklich seid mit den Autos. Ganz ehrlich, meine ich wirklich ohne Sarkasmus. Wir sind in jedem Fall raus bei der Marke. Ob das jetzt bei anderen Autos besser ist, ich hatte zumindest in meiner ja, über 25-jährigen Zeit, wo ich jetzt Auto fahre, noch nie so ein Thema mit irgendeinem Auto, egal was es war, BMW, Porsche, Mercedes, alles, da hatte ich nie die das Theater. Und wie geht es mit diesem Kanal jetzt weiter? Da habe ich mir natürlich auch ein paar Gedanken gemacht. Vielleicht habt ihr auch noch Vorschläge, wie man diesen Kanal jetzt fortführen kann. Ich werde in jedem Fall den Kanalnamen jetzt einmal ändern, weil der Fall ist jetzt für mich abgeschlossen. Die Videos lasse ich online, aber wie es dann noch weitergeht, ich habe wie gesagt ein, zwei Ideen, aber mich würde mal interessieren, auf was habt ihr Lust? Also lasst mich das gerne wissen in den Kommentarfeldern unten und danke nochmal für eure Unterstützung, denn nur durch euch, nur durch die Unterstützung durch die YouTube-Gemeinde ist es mir gelungen, das Fahrzeug ohne Anwalt zu wandeln, nach 2,5 Jahren, wie gesagt. Und ja, dafür vielen, vielen Dank an die YouTube-Community. Ich wünsche euch allzeit gute Fahrt, viel Erfolg, viel Glück mit euren Autos, dass ihr wenig Probleme damit habt und ja, viel Spaß und allzeit eine sichere Fahrt und bis bald, euer Uwe.